Hallo und herzlich willkommen zur thinkstore24.de Produktparade. In diesem Video stellen wir Ihnen das Lenovo ThinkPad P52 und sein Schwestermodell P52S vor. Das P52 ist das dritte Mitglied der neuen Lenovo ThinkPad P-Serie mit 15 Zoll Bildschirmen. Es ist Teil der Workstation-Familie aus dem Hause Lenovo und löst die bewährten mobilen Workstations der ThinkPad W-Serie ab. Das P52 ist das High-Performance-System, das P52S positioniert sich als eine leistungsmäßig reduzierte Variante, die aber seinem großen Bruder in puncto Stabilität und Robustheit um nichts nachsteht. Die dritte Generation der P-Serie setzt auf den hervorragenden Eigenschaften ihrer Vorgänger auf und führt sie zur Perfektion. Im stabilen Gehäuse sind eine sorgfältig verarbeitete ergonomische Tastatur mit dem üblichen Ziffernblock und ein Touchpad integriert. Auch der klassische Trackpoint ist weiterhin zu finden. Mit dem ThinkPad P52 schafft Lenovo einen Quantensprung in Sachen Prozessor-Performance. Zur Standardausstattung gehört nun ein Hexacore-Prozessor, entweder Intel Core i7 oder Intel Xeon. Und im leistungsärmeren Schwestermodell P52S kommen dagegen 4-Kernprozessoren der i5 und i7-Reihe zum Einsatz. Der maximal einsetzbare Arbeitsspeicher wurde auf 128 GB erhöht und ist weiterhin in 4 Modulen einsetzbar. Dieser Wert wird allerdings nur mit Nicht-ECC-Speichern erreicht und damit nur auf Modellen mit Core-Prozessoren. Der kleine Bruder, das P52S, enthält lediglich 2 Slots und kommt damit auf maximal 32 GB Speicher. Das Lenovo P52 bietet, wie schon seine Vorgänger, Platz für maximal 3 Festplatten, wobei nur eine davon eine echte 2,5 Zoll HDD oder SSD Festplatte ist. Die anderen beiden sind Speichermodule im M.2 Format. Ähnliches bietet auch das P52S, wobei es dort lediglich ein M.2 Modul gibt. Neben der integrierten Intel HD Grafiklösung enthalten sowohl das P52 als auch das P52S eine dedizierte Grafikkarte, in dem Fall Nvidia Quadro verschiedener Serien mit bis zu 6 GB Grafikspeicher. Entwickelt für den professionellen Einsatz, überzeugt das P52 mit ausgereiften Multimedia-Funktionen. Hierbei unterscheiden sie sich kaum voneinander. Beide bieten eine Audio-In- und Out-Kombibuchse, beide haben eine integrierte HD-Webcam und beide haben einen 15,6 Zoll Bildschirm, entweder mit Full HD oder als Ultra HD-Auflösung. In einzelne Modellserien wurden auch Touchscreens eingebaut, diese sind aber selten. Mit dem Internet sind sie entweder klassisch per Netzwerkkabel verbunden oder per WLAN. Für den mobilen Einsatz empfehlen wir ein Gerät mit WWAN-Modul, damit Sie auch unterwegs das LTE-Netz nutzen können. Mit dem ThinkPad P52 forciert Lenovo langsam aber sicher den Übergang auf neue Schnittstellen. So haben beide Geräte zwar noch konventionelle USB 3.1 Anschlüsse, aber auch mehrere USB-C bzw. Thunderbolt Steckplätze. Monitore oder Beamer können über HDMI oder Mini-Displayport angeschlossen werden. Auch der stationäre Einsatz mit einer Dockingstation ist möglich, diese wird aber nunmehr über USB-C bzw. Thunderbolt-Kabel angeschlossen und nicht mehr mechanisch mit dem Laptop verbunden. Geeignet sind beispielsweise Modelle der ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock. Das Lenovo ThinkPad P52 ist modern, stabil und ein Arbeitstier, alles in allem eine starke Workstation mit vielfältigen Möglichkeiten. Wenn es Ihnen nicht auf die Ultra-Performance ankommt, dann sei auch das etwas leistungsschwächere P52S-Modell empfohlen, was Ihnen trotz allem die gewohnte Leistung einer Lenovo Mobile Workstation bietet.